Sag was. Also Nordic Fenris fragt, was wir beruflich machen, ob er das fragen darf. Ach so. Ja. Mach mal du zuerst, geh schon. Ja, also wenn ich für mich... Na, du Arschloch, Alter. Wenn ich für mich antworten darf, ich bin momentan arbeitsunfähig zu Hause. Und Robin darf für sich selbst antworten. Der ja, erzähl, alte mal, erzähl mal eigentlich, was du gelernt hast und warum du gerade arbeitsunfähig bist. Also ich bin eigentlich, ich bin beruflich Metallbauer in Fachrichtung und Konstruktionstechnik und Kunstschmied. Ja, also Schmied, ne? Klingt doch schon mal viel besser als gerade unfähig zu arbeiten, ne? Genau, ja, genau. So, definitiv das ist mein Beruf. Definitiv kein stark vertretener Beruf, ne? Nee, ich bin, also das ist mein gelernter Beruf. Wenn ihr das wissen wollt, aber momentan eher nicht so. Weil verletzt. Aus dem wievielten Stock war? Vierter Stock? Fünfter Stock? Dritter Stock. Ja, auf den Kopf gefallen. Nee, auf den Schrotthaufen geknallt mit dem Rücken. Ja, bin einfach mal vom Balkon runtergeknallt und hab mir, ein bisschen was kaputt gemacht. Deswegen immer langsam fallen. Dass man sieht, wo man hingeht. Oh, hier wird schon wieder Steine. Cool. Ja, und meiner einer ist gelernter Steuerfachangestellter, ist aber vor 2,5 Jahren aus der Steuerbranche rausgetreten, also sprich aus dem Steuerbüro rausgetreten, lieber in die freie Wirtschaft. Buchhaltung einer einzigen Firma finde ich viel, viel angenehmer als 20.000 Besserwisser plus Finanzamt und Chef oder Chefin. Die einem dann auch noch im Nacken sitzen und sagen, jetzt mach mal hin hier. Wo ich dann aber immer sage, willst du das genau haben oder willst du das schnell haben? Und das merkt man Robin auch an. Robin ist immer ein sehr korrekter. Ja, so bin ich erzogen worden. Ist Tatsache so. So hat mein Monk mich, so erzogen. Robin ist in allem so dermaßen arschkorrekt, was er macht, dass es mir manchmal auf den Sack geht. Ja, guck mal, aber so, es aber ist halt, so spießermäßig halt bin ich jetzt auch nicht, wie es sich der gerade anhört. Naja, bei manchen Dingen schon. Ich krieg manchmal eine Rage-Phase, okay, aber ich lach danach wenigstens auch mit euch drüber. Ja. Okay, meistens lacht ihr ja, nicht immer aus, die aber wir lachen wenigstens zusammen. Immer die scheiß Schwerkraft, ja, so ist es. Wenn man fällt, dann fällt man und das tut meistens weh. Je nachdem, auf wem oder was du landest. Ja. Mach mal den Schrotthaufen. Ja, der genau. Schrotthaufen, bei dem hast du dich noch nie entschuldigt, also, wahrscheinlich, wa? Der ist traumatisiert. Ja, Fenris sagt auch zu deinem Job, okay, sehr cool. Definitiv. Und falls es auch bei mir interessiert, ich bin Orthopädie-Technikermeister und baue Prothesen und ähnliches. Genau. Du bist Moderator, halt's Maul. Ja, ich weiß. Nee, deswegen darf er trotzdem seinen Job sagen. Ich weiß jetzt nicht. Nee, das ist doch sein Job, Moderator. Also halt's Maul. Ja, bezahlst du ihn? Nö, deswegen. Nee, aber nee, wegen dem Klappe-Running-Gag. Das geht jetzt an dir vorbei. Ach so. Ja, nee, ja, das ist dein Emote, ne? Genau. Ja. Fenrir, guckst du mal eben, cool. ob das jetzt passen würde mit den Balken oder wolltest du noch eine gesamte Balkenlänge rausgehen bei der Terrasse? Ich will noch eine rausgehen eigentlich. Okay, dann fülle ich nochmal auf. Genau, schaut euch mal gegenseitig eure Balken an. Nee, warte mal, das hier muss ja näher weg, ne? Wenn wir von hier rausgehen schlafi, wollen. Schlafi. Muss das weg. Schlafi. Ja, gleich. Gleich, wenn die Axt kaputt ist. Das Fenris ist das, was ich meine. Wenn die Türen offen sind, dreht Robin durch. Dann wird er zu Diva. Dann brauche ich Snickers. Genau. Ne? So. Luthol, wegen deiner Aussage gerade, Steuerfachangestellter wäre für dich nichts, dachte ich damals auch. Bin aber halt rangeführt worden an den Beruf von einer guten Freundin damals. Weil die halt in dem Büro gearbeitet hat, wo ich gelernt habe. Hat mir das alles schon gezeigt. Auch wenn ich damals noch spezieller war, als ich heute bin. Also da bin ich auch menschlich gewachsen in diesem Büro. Und im Endeffekt bin ich wirklich mega, mega happy drüber, dass ich das gelernt habe. Weil A, ist es ein zukunftssicherer Job. Es sind so wenig Leute, die das auch wirklich erfolgreich abschließen, diese Ausbildung. Dass ich, bis ich in Rente gehe, auf jeden Fall immer irgendwas finde.
Und vor allem auch in die freie Wirtschaft gehen kann und alles, weißt du? Also du, mit meinen Kenntnissen kann ich halt von der gesamten Firma die ganze Buchhaltung machen, wo sie sonst, weiß ich, wie viele Tausende von Euro an den Steuerberater zahlen, obwohl da vielleicht bloß ein Azubi hinter sitzt und so weiter und so fort. Und bei mir haben sie halt eine 1:1 Vor-Ort-Beratung, mehr oder weniger. Auch wenn ich nicht Steuerberater bin vom Level her so an sich, aber trotzdem halt schon Praxiserfahrung habe, eine gewisse. Und im Endeffekt ist es nichts anderes wie eine Detektivarbeit und eine Fleißarbeit. Es klingt alles trocken, aber der ganze Prozess im Hintergrund, den musst du dir einfach vorstellen. Was passiert mit der Ware? Was passiert, also die eingekauft und wieder verkauft wurde? Was passiert mit dem Personal? Und bla 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 bla. Also dieses große Ganze von einer Firma oder mehreren Firmen, das ist eher das Interessante, wie ich finde. Aber da muss man auch Wirtschaftsspiele mögen und da bin ich auch so ein kleiner Monk. Gleich. Oh, und der Fenris schreibt, wir sind ein bunter Haufen. Er ist Friedhofsgärtner und bald im zweiten Versuch zum Meister. Wow, auch ein super Beruf. Voll geil. Ja. Zumindest beschwert sich das Publikum nicht. Ach Mensch, Cookie, danke dir. Michi, hey, warte wieder mal, hey, Cookie, was? Hä? Cookie hat versehentlich Luthol gesperrt. Oh. Wie hast du das jetzt hingekriegt? Mensch, im Halbschlaf oder was, Cookie? Und danke dir, dass du gerade die Leute durchguckst, die Bots durchguckst. Ah, jetzt sind die ganzen Nachrichten gelöscht, das kann ich Ihnen nicht noch mal schnell anflüstern hier. Shit! Hab mich schon gewundert. Ach, Schirm. Da ist er wieder. Gut. Ja, war ein Versehen, du toll, war nicht seine Absicht. Das schreibt er auch gerade nochmal. Ach, du bist reingetappt. Ja, heutzutage musst du halt auch vorsichtig sein. Ja. Na, letztens hatte ich doch dieses total komische Fehlverhalten von diesem Latest Follower Widget. Da hatte von Svebo, eine Zuschauerin oder ein Zuschauer, hatte das mal ausprobiert und auf einmal sind im Chat wirklich wie ein Spam ständig Nachrichten gekommen und der Zuschauer hat auch noch einen ganz komischen Namen, SMGFFO. Da dachte man schon, ach du Scheiße, wieder so ein komischer generierter Name. Wieder irgendwelche Bot-Attacken hier und ich sofort Gregor alarmiert, also sofort gerufen, Gregor Attacke, weil er weiß ja schon, okay, jetzt darf ich. Zack, gesperrt und so und dann danach kam dann nochmal Abo verschenkt an Zwiebeln und ich so, hä? Seit wann verschenken Bots Abos? Nee, Moment mal, SMGFFO habe ich schon mal bei Zwiebeln im Chat gelesen, stimmt. Scheiße, entsperren, entschuldigen, anflüstern, irgendwie, irgendwas. Aber er schreibt gerade, das ist alles voll mein Humor. Also hier vom Dings jetzt, die Kunden beschweren sich nicht. Beschweren sich nie über meine Arbeit, die Leute. Meinst, ja. Meinst du die Hinterbliebenen oder die okay, ja, egal. Die den Friedhof Robin, Garten wusstest von unten du, dass, düngen. Wusstest du, dass Vardronica auch streamt mittlerweile? Ja, vorletzter Woche war das, glaube ich, ne? Genau. Da war ich doch den einen Tag mit dabei, wo Svebo rüber geradet ist. Bin ich so time geschuggelt? So, warte mal. Ach ja. Müssen wir Lutol, genau 0 Uhr. Wirklich sehr geil. Danke für dein Follow. War am Spielen und dann versehentlich reingetappt, weil das Spiel die Maus aus dem Vollbild rauslässt. Ach herrje. In der Ausbildung war das ganze Buchhaltungsthema mein Albtraum. Ja gut, man braucht eine gewisse Affinität für Zahlen, sage ich jetzt mal. Und lass mich in Ruhe mit Zahlen, Alter. Und Buchhaltung so an sich muss man sich erstmal hintergeklemmt haben, um überhaupt zu kapieren, was ist das eigentlich für ein komisches Ding? Um dann einzuschätzen, macht mir das Spaß oder nicht. Genau. Ich wollte die Augen wegräumen, verdammt. Wo sind die Ankommkisten hin? Vermutlich immer noch da, wo sie vorher waren, ne? Michi, hier? Guck mal kurz in meinen Chat. Warte, ich muss raustappen. Oh, okay. Ja, was ist da? Na, gucke doch mal. Da steht was. Mods loben. Mods loben. Ah, danke. So, ich hab doch mal irgendwo Kernholz gerade aufgesammelt. Wo kann ich euch das hinpacken? Das sind nur 6 Stück.
Bring's mit hoch einfach in die und tu's in eine von den Kisten oben rein oder die eine. Da steht ach, eine Kiste, da kannst du es. Ah, cool. Eine, ja. Ah, jo. So, Steine entführe ich euch mal einen 50er. Na, am besten gleich ein 100er. Weil ich muss jetzt draußen für die Terrasse nochmal ordentlich was nachlegen. Oh ja, oh ja. Ist jetzt nicht so das Aufregendste hier, aber hey, wir sind relativ schnell vorangekommen dafür, dass wir Bus mit halber Besetzung heute gebaut haben, ne? Ja, wir waren ja auch nicht so lange unterwegs, wir sind jetzt auch schon wieder ein bisschen beim... Ja. Na, wenn ich da an die erste Haupthalle denke, auf dem ersten Server damals, da haben wir ja, ich glaube, in Echtzeit 4 Tage für gebraucht. Du darfst aber auch nicht vergessen momentan, dass wir schon sehr viel gefarmt hatten. Wir haben heute nichts farmen müssen. Ja, das stimmt allerdings, ja. Ach, hier habe ich die Ecke scheiße gesetzt, oder? Mal kicken. Hast du mir noch eine schöne Ecke draus, oder nicht? Also und ihr habt jetzt natürlich auch mehr Erfahrung vom Bauen her. Ja, das stimmt natürlich auch. Also, was wir da vorher nubisch gebaut haben vom Feinsten. Bis die Trolle gekommen sind und die gesagt haben, was ist das hier? Weg damit. Ist das Kunst oder kann das weg? Entschuldigung, wenn ich heute ab und zu mal ein wenig hochziehe, aber ich darf mich jetzt schneuzen bis Mittwoch. Ja, da war er mit. Ich höre dein Hochziehen gar nicht, das sperrt dann mit dem Ausland. Fendi ist weg. Ist weg. Oh! Oh! Ja, der Stream ist auch down. Oh nee, da hat er Internetausfall. Ich hoffe, es ist nur Internet, nicht was Schlimmeres. Nee, aber es war gerade schon mal kurz, dass der, wo er mich rüber in den Chat gerufen hat. Da hat es dann auch schon rumgespackt. Also das kann schon sein, dass einfach sein Netz mal platt ist. Ah. Oder einfach mal Strom. Dass er irgendwie was mit dem Strom hat. Strom? Strom. Ach, Strom. Na, Benni, nur weil bei dir ständig Stromausfall ist, heißt das nicht, dass bei ihm auch Stromausfall ist. Nee, ständig nicht. Mein Strom funktioniert mittlerweile wieder vernünftig. Mittlerweile wieder, okay. Internet ja mittlerweile auch wieder, ja. Ja. Nee, so leichte Probleme gehabt. Beim Strom war der Sicherungskasten schon leicht angeschmort, laut Elektriker. Da war die Hauptsicherung schon angeschmort unten. Bei mir direkt in der Wohnung. Das war herrlich hier. Und da hätte eigentlich sonst was passieren können. Mhm. Naja, was soll's. Oh, jetzt fehlt mir echt auf den letzten Meter noch eine Werkbank. Ja. Damit. So, reicht euch das erstmal mit dem Kernholz da oben oder sollen wir noch weiterholen? Kann ich jetzt nicht einschätzen. Ich bin da oben nicht der Gebälkmeister. Der Gebälkmeister ist gerade nicht da, weil anscheinend Internet kaputt. Schreibt da wenigstens noch irgendwas über WhatsApp gerade. Ich rufe mal eben an. Ach nee, der Kleine schläft. Da kann ich jetzt nicht auf Festnetz anrufen. Oh, Angelique hat einen Clip erstellt. Ja, hast du noch gar nicht mitbekommen, war davon noch erwähnt? Nee, ich habe ich nicht mitgekriegt. Da ist er wieder. Ah, Fendry, da bist du ja wieder. Ja, mir hat die Hauptsicherung rausgehämmert. Sorry. Ach doch, Strom. Okay, Benny, hast du recht gehabt. Hätten wir mal wetten müssen, wär's jetzt reich geworden. Das Ding halt, wenn ich bin hier... Jetzt bist du wieder weg. Und gleich nochmal. Henry, falls du uns hörst, wir hören dich gerade nicht mehr. Aber er ist halt noch im Discord drin, also wenn er jetzt Stromausfall hätte... Jetzt ist er wieder zu hören, da ist er wieder. Das Ding ist halt, wenn ich, wenn hier der Strom abkackt, dann spinnt mein Router rum, weißt du? Also der startet sich dann zweimal, dreimal neu. Mhm. Das kotzt mich jetzt gerade an. Stream bestimmt auch weg, ne? Ja, Stream ist natürlich tot. Ich bin hier rausgeflogen, Stream ist auch tot. Sowas ist dann halt doof. Ja, ich hab's aber gerade bei dir im Stream reingeschrieben, dass es die Leute wissen, dass Strom weg ist. Ah, ja, super. Voll gut. Danke dir. Danke dir.
Mods loben. Oh, es ist das Michi, Kacke. Diesmal nicht klar. Ja, hier. Aber warum? Er verbindet sich nicht neu. Was ist denn da los? Muss ich Stream beenden und neu starten oder was? Ja. Robin? Ja. Okay. Ich hab gesagt, diesmal nicht Klappe. Also Mods loben. Ich weiß. Ja, das ist halt, weil ich die ganzen Stromleitungen und so neu mache, ne? Irgendwas ist da dann immer irgendwie doof. Scheiße. Der Lutol ist der Administrator für ein CRM-Tool. Das ist eher meins. Meinst du genau CRM-Tool oder doch ein anderes? Weil ich arbeite gerade mit CRM. Exakt. Der Name CRM. Na, komm her, du blöde Sau. So. Salesforce. Okay, Salesforce kenne ich auch, arbeite ich aber gerade nicht mit. Habe ich mal mehr oder weniger reingeschnuppert damals beim Kollegen. Der hatte mich mal. Michi, was ist hier passiert eigentlich bei der Terrasse? Bei was? Bei der Terrasse hier oben, da ist ein Bike nicht richtig. Einer. Ich hab nichts mehr gebaut, das macht Fenrir gerade alles. Ja, das macht Fenrir. Oder hat's gemacht. Ich hole gerade hier in der Region, mache ich die Steine weg. Achso, apropos, ich wollte Holz holen. Ja, nicht hier oben drinnen. Ja. Nimm's aus der Kiste, dann brauchst du keinen Stapel abreißen. Ja. Oh, jetzt bin ich überladen. Ich muss Steine ablegen. Oh. Jetzt spinnt wieder alles rum. Ja, dann mach Feierabend. Ist er eh schon da? Ja. Wollen wir nochmal Kernholz holen? Können wir? Fenrir, dann mach Feierabend. Ist ja eh schon nach 0 Uhr. Ich mach auch gleich Feierabend. Oder wolltest du noch zocken? Wen meinst du jetzt? Mich? Fenrir. Achso. Kann ja sein, dass er noch wegen spielen will. Naja, eigentlich wollte ich gerade Feierabend machen und dann hat mich, okay. Ja, ist ja eigentlich seine Zeit. Rausgerissen. Ja. Also eigentlich unsere Zeit. Ich bin auch schon die ganze Zeit über kaputt und klinne. Ja, du hast ja auch einen langen Arbeitstag hinter dir, Robin. Jo. So. Außenbereich ist erstmal soweit angepasst. Terrasse kann dann gebaut werden. Und bevor wir es jetzt noch vergessen, werde ich hier noch diesen einen Balken, den der Benny gerade gefunden hat, nochmal neu setzen. Sonst wundern wir uns hinterher, warum stürzt es genau an der Stelle ein und woanders nicht. Ich will nochmal kurz den Stream starten. Starten? Vor allen Dingen. Starten. Und wenigstens meinen Zuschauern mal sagen, warum, weshalb, wieso, was los ist. Eine Frage. Noch einer. War das jetzt absichtlich, dass du mit den 2 Meter Holzfäden übereinander gebaut hast, statt gleich einen 4 Meter Holzpfeil zu nehmen? Ich weiß jetzt gerade nicht, wo du meinst, Robin. Kannst du gerade meinen Stream sehen? Nee, ich bin gerade nicht bei dir. Okay. Hat es unten statisch einen Unterschied? Ich glaube nicht, oder? Eigentlich nicht, nee. Dann tausche ich die jetzt komplett aus. Jo. So, Freunde, weiß nicht, ist ja 0 Zuschauer natürlich. Ja. Ja, mach es einfach nochmal nachträglich rein, das Ding. Als kurzes Video sozusagen. Das ist nicht. Und dabei wollte ich doch heute meinen Kanal raiden. Und er sagt mir Tatsache, meine Leitung ist instabil. Das ist echt ungeil. Na ja, klar, weil der Router jetzt Probleme hat. Naja, der hat jetzt ein Problem, sich irgendwie zu finden. Ist für ein Arsch. Ja. Mein armer Router wurde aus dem Leben gerissen. Ja, es klebt doch so viel besser jetzt hier. Also, dann gibt es da auch kein Problem mit diesen 2 Dinger übereinander stapeln. Leute, wir sind hier im Just-Chatting-Modus. Das werde ich mit in die YouTube-Videos reinhauen, wahrscheinlich. Mal gucken. Ja, wir hatten gerade einen Stromausfall hier und ich muss jetzt nochmal neu starten. Wie gesagt, bei mir geht's am Montag. Was? Nicht du, Benny. Wollt mich hier gerade die Terrasse runterstoßen. Warum ist denn diese fucking Leitung instabil? Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe hier im OBS
meine 6000 Kbits und er sagt mir im Dashboard instabil. Was? Na, dann wird das eher ein Problem von deinem Anbieter gerade sein, würde ich mal eher vermuten, dass da was nicht mit der Leitung richtig ist. Ja, aber wenn mir doch OBS sagt... Du, vielleicht ist doch irgendwo ein Blitz eingeschlagen und ihr habt ein großräumiges Leitungsproblem gerade eher. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Auf den Arsch. Leilania ist wieder reingejoint und Plattfuß ist auch nochmal, reingejoint. Olli, wer es bei mir mitbekommen haben im Log jetzt gerade, dass du wieder da bist, bestimmt. Ah, okay. Vielen Dank. Ich könnte meine Musik nicht mehr ertragen und meine Hackfresse, weißt du? Nee, Leilania, aber ich war weg. Das war das Problem. Ich war weg. Ja, also nochmal zur Erklärung für Fenris-Zuschauer. Bei ihm ist eine Sicherung rausgeflogen. Und seitdem macht sein Router jetzt Probleme. Ja, und mit dem Internet hat er auch Probleme. Ja. Ja. Jetzt ist halt die Frage, naja, was logisch. Ist es genau? Internet oder Router? Der Router kackt gerade halt rum, ne? Er ist einfach abrupt vom Strom genommen worden und das ist ein bisschen doof jetzt. Ja. So, Terrasse ist vorbereitet, mehr oder weniger. Also die Grundform, dass es nicht einstürzt so schnell hoffentlich. Und jetzt haben wir auch mal schönes Wetter. Wir können uns den Bums jetzt mal von unten angucken. Hier hat Bums gesagt. Ja, komm, ich guck noch mal kurz rein. Fenrir, na gut, dann wünsche ich euch schon mal einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal, auch an Fenrir. Nordic, bleibt noch kurz da. Wir rennen gleich noch irgendwo hin. Ja, komm noch mal rüber zu mir. Wir müssen noch mal irgendwo hin raiden. Ja. Außer du willst jetzt unbedingt schlafen gehen, dann natürlich nicht. Wir wollen dich nicht zwingen wach zu bleiben. Ja, dann nicht, ja, genau. Ja, okay, jupp, wunderbar. Aber jetzt ist meine Verbindung wieder hervorragend. Sehr gut. Ah, Benny, super. Du hast schon die Eiche ab. Benny, lass es. Nicht wegmachen. Die schon. Die ist jetzt wirklich im Weg. Die da? Ja. Muss mal gucken, wo Raiden wann hin. Uff. Uff. Nicht wirklich was da? Was man kennt? Ansonsten such einfach jemanden mit Valheim-Stream gerade. Wenn er 4000 Zuschauer hat, ist auch nicht schlimm. Hey Fenris, willkommen zurück. Sorry, das war Stromausfall bei mir. Wir suchen mal was mit Valheim. Osogrim ist noch live. Was? Ich weiß nicht, ob wir da rein wollen. Wow. 50 Zuschauer. Wo ist er da rein? Wollt er sich bestimmt? Macht ja auch Valheim RP heute? Nee, RP war gestern, am Donnerstag, oder? Nee, RP ist auch heute, Donnerstag und Freitag. Ach, und Freitag? Oh. Nee, Mittwoch und... war das nicht Mittwoch? Nee. Egal. So, Leute, wir raiden mit, weiß ich nicht, 3 Zuschauern oder so. Zu Osogrim. Es waren eben noch ein paar mehr, aber naja, komm. Scheiß drauf. 6 Stück hast du angezeigt. 6 Stück habe ich? Hm? Ja, das sehe ich bei mir noch nicht. Bei mir sind es 2. Gut, Osogrim spielt auch Valheim und ja, wir raiden da mal rüber. Wer Bock hat, haut ein Follow rein. Ist ein sehr sympathischer Kollege. Ja, wir sehen uns dann Montag wieder. Ich gucke mal, wir lassen Fallout ausfallen, dann spielen wir 7 Days, glaube ich. Mal gucken. Ja, oder Valheim, bis dahin. Oder Valheim. Wir müssen gucken. Also ich muss gucken. Gut, haut rein. Schönes Wochenende euch noch. Jo, ebenso. Auch von mir, tschüss. Aber wir bleiben noch da, mein Chat. Ihr bleibt noch. Meine Luca. So, macht mir das mit dem Rauch nicht nach, sowieso schädlich. Zwei Zuschauer sind bereit zum Raiden. Sehr gut. Jetzt gehen wir zu Osur mit 2 Zuschauern. Raiden. Dieser Unterton in seiner Stimme. Ja, Ken, und wenn du jetzt bestellst, bekommst du noch 2 Pfannen gratis dazu. Hammerhart. So, bis dann, Freunde. Schaut doch gut aus. Von beiden. Ja.
Wenn da jetzt noch ein ordentliches Gebälk um drauf sitzt, mit dem Dach vernünftig, am besten dann, wenn wir es soweit haben, Schwarzholz, also Dunkelholz. Das ist schon dann ordentlich, ist das. Man könnte sich sogar überlegen, ob man sich den Spar später macht und dann links und rechts jeweils so eine Rampe runterführt, wo dann halt diese natürliche Rampe verlängert. Und hier zwischen, wo diese Kluft ist, eine Brücke zu machen. Aber was können. Oh, warum nicht? Würde bestimmt cool aussehen. Ausprobieren, ne? Ja. Und dann wäre schon da auf der anderen Seite von diesem Graben, der hier schon natürlich gewachsen ist, und dahinter geht es auch nochmal ein bisschen steil ab. Das können wir noch ein bisschen steiler machen. Und mit der Palisade einfach dekorativ machen. Was ich mir so richtig cool vorstellen könnte, unter dem Haus, wo es jetzt dann in diese Schlucht reingeht. Die Terrassen. Und auf diesen Terrassen im Halbkreis unsere Portale. Oh, das ist geil. Das ist geil. So eine Art. So eine ich dachte da eher an die Schmiede. Ich dachte ja ursprünglich bei den Terrassen, die nach unten führen, an eine Schmiede. Ja, aber Portal ist noch geiler, finde ich. Ich würde oben, erste Ebene, würde ich dann unterhalb von dem Haupthaus, würde ich die Portale setzen und dann drunter die Schmieden. Weil das ist dann halt, wenn dann einer vorbeiläuft, dann leuchtet halt das ganze Ding da oben, der ganze Hang. Ja, das ist geil. Das ist geil. Und dann können wir noch schön beleuchten mit den langbrennenden Sachen, beziehungsweise wir müssen ja noch nicht mal zwangsläufig Fackeln nehmen, sondern uns mal ein bisschen was von einzigartig abgucken. Vielleicht macht er das dann sogar selbst bei uns, dass er mal wieder zu Gast hier ist und dann selber die Beleuchtung für uns macht mit Metflaschen und sowas. Ja, wir können mit, theoretisch mit den neuen Eishöhlen, die jetzt da sind, können wir ja die Beleuchtung auch noch effektiv nutzen durch die Kristallwände und alles. Wir können auch das Signalfeuer nehmen, das große. Gut, die können wir auch nehmen. Am besten auf jeder Terrasse in der Mitte oder so, wa? Es wäre eigentlich richtig geil, wie wir es gemacht haben bei unserem Portalturm im letzten Server. Da hatten wir es ja auch. Das Signalfeuer ganz oben drauf, wie so ein Leuchtturm. Mhm. Was hier aber noch weg muss, ist der Vernichter. Der muss woanders hin, der ist gerade ein Weg. Ja. Und das hier aber unten würde eh alles abgerissen. Das würde eh alles planiert hier unten. Ich bin mir nicht sicher. Es sieht schon cool aus, wenn hier unten so ein kleines Dorf mit Palisade steht, irgendwie, finde ich. Wenn du dann oben runter guckst, ne? Ja, das Problem ist halt, zum einen nutzen wir es nicht mehr. Und zum anderen ist halt einfach von hier aus bis in die Schmieden rauf das Zeug tragen halt einfach scheiße. Na wieso? Wir können doch dann vernünftig hier runterlegen mit Pflasterstraße. Jeder schnappt sich einen Karren, den machen wir voll und dann ab hoch einmal die ganze Mannschaft. Können wir auch überlegen, wie wir es machen. Und dann machen wir hier unten die Hafenanlage. Da kannst du Matthias ja nach außen zum Wasserhahn austoben. So ein bisschen. Nicht so viel, vor allem ohne Beleuchtung. Das Problem ist aber halt, dann ist es wieder, wir müssten halt dann wieder Terraforming betreiben. Nee, gar nicht mal so viel. Wir müssten jetzt wirklich nur begradigen, diese natürliche Rampe, die ja schon da ist, die müssten wir halt nur einigermaßen befahrbar machen. Dass das halt immer so auf und ab geht. Einfach nur auf eine Ebene. Ich fände es lustiger, wenn man in die Schlucht reinfahren könnte mit dem Schiff. Könnte man auch noch probieren. Ey, ohne Scheiß, wir könnten von der Terrasse aus versuchen, ein Schiff zu droppen. Geht das mittlerweile noch, dass man die Rutsche machen kann? Die Schiffs- Rutsche? Das meinte ich jetzt nicht, aber wenn wir diesen Graben einfach nur ein bisschen verbreitern und dann einfach ein... Dann müssen wir da den Hafen hin. Und dann da oben drauf den Hafen hin. Ja, irgendwo halt den Hafen als erste Ebene, dann kommt Schmiede, dann kommen Portale und dann unser Haus. Warte mal eben, lass mal eben pennen, damit ich dir was bei Tag zeigen kann. Ja, hier bin ich richtig. Sind die Türen zu? Ja. Was für Türen? Na, die Palisade. Warte, ich mach sie auf. Nein. Du gehst jetzt ins Bett. Ach, Schmutz. Sonst reiß ich dein Bett ab. Das hat einsichtbar nicht bis heute gecheckt, dass ich ihm dreimal das Bett im ersten Stream abgerissen habe. Das war gut. Doch, er ist doch am Ende mit die kriegt. Also nicht wer es war, sondern dass er sich weggebracht hat. Wer reißt denn da immer das Bett ab? Ja. Ja, Gaffler ist ja immer derjenige, der die Tür immer vorne aufgemacht hat. So, dann kommen wir zu diesem natürlichen Graben, bitte. Also mich immer nicht ja speziell wegen der Idee mit der Verbreiterung und so. Ja. Problem, was ich jetzt sehe, also dieses, das Wasser natürlich verbreitern wird nicht so schwierig sein, aber wenn wir dann hier ankommen, brauchen wir A, einen Landesteg, das heißt, wir müssen noch weiter in den Berg reingraben und B, brauchen wir einen Weg nach oben, der nicht so umständlich ist. Also noch breiter in den Berg rein. Treppen? Weil, ja, warte mal, wenn wir aber jetzt du willst jetzt keine Drehwurmtreppen machen, oder? Die wir dann noch voll beladen hochkraxeln müssen. Naja, aber es ist ja so. Warte mal, ich muss erstmal was essen, dass ich da die Treppe hochkomme.
oder hier hochkommen. Wenn wir hier anfangen mit einer Terrasse, je nachdem, wenn hier die erste ist oder auch die, wir müssen ja ein bisschen Abstand lassen, dann haben wir ja gewisse Höhe, dann brauchen wir ja für die Schmiede noch eine zweite Terrasse, die wäre dann wahrscheinlich hier auf der Höhe vielleicht ungefähr. Und dann ist es ja gar nicht mehr so viel bis runter. Stimmt, eigentlich auch. Ach, siehst du, wir müssen ja noch nicht mal dann großartig, je nachdem, wie breit das hier unten mit dem Wasser wird, könnte man sogar überlegen, statt jetzt irgendwie den Berg nochmal anzupassen, arbeiten wir einfach mit Steintreppen. Naja, eben. Dass wir die reinglitschen in den Hang hier und die dann unten ankommen lassen, wo dann das Schiff reinfährt. Ja, das können wir dann machen. Wir müssen, wie gesagt, das erste ist jetzt erstmal dann oben fertig bauen. Und da müssen wir dann halt schauen, was wir alles offline machen können. Ja. Weil ich sage jetzt mal so, wenn ich, das habe ich jetzt Fendrin immer gefragt, weil es ihn rausgehört hat, wenn er jetzt dann hier oben diese Öffnungen zumachen will mit Kernholz zum Beispiel, wie wir es beim anderen gemacht haben, ja. Das kann man offline machen, weil das ist ja. Dann nur Arbeit, die, ja. Weißt du, das ändert nichts dran, wenn man das zumachen. Obwohl ich noch nicht mal der Meinung bin, dass wir diesmal wieder blockbauweise machen. Weil jetzt mit dem Dunkelholz werden wir wieder mühselig den ganzen Bums abreißen irgendwann und mit Dunkelholz richtig schön bauen. Ja, aber weißt du, wie Dunkelholz ist das Letzte, was wir bekommen? Ja. Deswegen ist jetzt die Frage, ist jetzt die Mühe wirklich wert, dass man anfängt hier mit Blockbauweise, wenn man es dann hinterher sowieso wieder umbaut? Eben, das müsste ich vermeiden. Ja, aber irgendwann musst du mal damit anfangen, weißt du? Ja, aber wir müssen halt nicht mit Blockbauweise anfangen, meine ich. Ja gut, aber ein normales Ding ist... Standardwände erstmal nehmen. Ja, dann ärgern wir uns aber wahrscheinlich den kompletten Stream, bis wir Dunkelholz haben. Weißt du, wie ich meine? Ich würde mich nicht ärgern. Ja, aber ob ich jetzt die normalen Wände wegreiße oder das andere, ich weiß ja nicht. Die normalen Wände geht aber schneller. Eine normale Wand, damit deckst du erstmal 4 oder 5 solche Balken ab. Von der Fläche her, so meinte ich das. Ich weiß halt nicht, wie er das Dach bauen will, in welche Richtung. Oder ob er das Dach mit 4 Ecken bauen will, also mit 4 Schrägen. Benni, das reparieren kannst du sein lassen, wird noch ein paar Mal regnen. Boah, Michi, achso, okay, dann guckst du halt von da oben. Guck doch mal von oben einfach jetzt runter auf unser erstes Dörfchen. Ist das nicht hübsch? Wenn wir da jetzt von unserem Bienenstöckern aus nach rechts wenigstens Parkanlagen herstellen, nicht Parkanlagen, Landesteg machen würden für unsere Schiffe, die wir dazwischen parken. Ja, möglich ist es schon, klar. Ja. Und dann könnte man auch sagen, okay, man muss jetzt nicht 3 Gebäude da drin zu stehen haben. Man könnte auch sagen, man macht vielleicht bloß noch das große Gebäude drin stehen lassen, die kleineren Gebäude abreißen und dann macht man dann dafür unser Vieh und unsere Pflanzen hin. Dann ist das unser Bauernhof da unten. Mehr oder weniger. Also ich würde es ungern abreißen wollen da unten. Einfach schon aus nostalgischen Gründen, weil es so cool aussieht einfach. Ja, mir ist es ja eigentlich wurscht. Oh, Leute, ich sehe gerade, wir stehen sogar genau in der Mitte der Welt gespawnt. Lul. Ach, ja, schau mal, Finn. Schau mal, Robin. Sekunde. So, ja. Wo? Da bist du. Wir hinten auf das Dach. Weil wenn wir das mal so bauen würden, das hätte nochmal was ganz anderes wie immer nur mit diesem Seitenzeug. Was genau? Das hast du ja auf das Dach soll ich gucken, meinst du? Ja. Also wenn du es von außen schaust. Von außen. Weißt du, wie ich meine? Mit der Dachschräge, ne? Genau, dass wir auf allen 4 Seiten quasi Dachschräge haben und nicht wieder dieses andere, weil da kannst du dann auch viel geiler mit so kleinen Erkern und so bauen. Ja, ja. Ist aber halt nicht traditionell, ne? Deswegen, also ich kann auch schon Fendel verstehen, dass das dann lieber langhausmäßig baut. Ja, aber das hat andererseits gab es auch Langhäuser, die sich halt in späteren Zeiten auch nach vorne abgeschrägt haben, ja. Und wir haben das im letzten halt schon gehabt, dann bauen wir ja quasi jetzt so, bauen wir ja fast wieder dasselbe wie vorher. Ja. Da müssen wir nochmal quatschen dann in Ruhe. Nochmal richtig. Deswegen habe ich es ja bloß jetzt mal so als Muster sozusagen hingemacht. Ja. Lass es mal so stehen, das Muster. Dann sieht ja, das ich mache bloß nochmal 2 Stück mehr hin. Ja, dass man es sich dann auch besser Muster vorstellen größer, kann. Wie auch immer. So, ich gehe jetzt nach unten aufs Dach. Dann gibt es einen Szenenwechsel. Und dann macht Robin tschüss.
Dann mache ich noch die Quests, die jetzt hoffentlich funktionieren. Weil ich da nochmal was gefixt habe. Waren das Probleme? Und dann gucken wir nach, wie wir noch eine Freude tun können. Das Problem war, Benny, dass anscheinend ich immer bei Streamlabs angemeldet sein muss und dann nochmal einen extra Knopf drücken muss. Was beim ersten Stream nicht der Fall war. Aber okay. Ich habe Streamlabs da irgendwas geupdatet, keine Ahnung. So. Oh. Mach ich erstmal kurz das Chatting rein. Mit dem absolut stillen Chat mittlerweile. Dann gehe ich mal aus dem Spiel raus. Ja, Spiel beenden bitte, danke. Da. Nee, ich möchte jetzt nicht Steam neu starten. Herrschaftszeiten. Dann gehe ich mal in mein Streamlabs. Wie autorisieren? Bist du doof? Bin doch schon angemeldet. Genau so habe ich von mir auch gebaut. So. Bloß halt ja. Im hohen Norden. Ja. Ja. Ich fand es da einfach schöner. So, Jungs, ich bin da mal kurz eben gemutet. Ja. Dann hören wir es bestimmt gleich nochmal kurz, wa? Ja, wir schon. So. Gut, okay, bis gleich. So, lieber Chat, dieser Song noch? Obwohl, nee, ich suche mal einen anderen raus. Passt auf, ich suche mal einen anderen raus. Ja, das, der passt gleich. Der geht 3 Minuten 40 ungefähr. Den lasse ich in Ruhe laufen. Dabei läuft gleich noch der Endscreen. Und danach gibt es nochmal ein Wait. Dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Ich suche derweil mal in Ruhe jemanden raus. Dann müsst ihr halt nicht mithören, wie ich irgendwo reinhorche und so. Ich kriege auch sowieso Copyright-Probleme, wenn der Musik drin hat, die man nicht hören darf. Also, sobald ich die über die Kopfhörer hier höre, sind sie auch im YouTube-Video drin und blase jetzt Keks. Also, ihr Lieben, ich wechsle mal eben die Szene und dann sehen wir uns gleich wieder.
So, liebe Leute, da bin ich auch schon wieder und ich habe jemanden gefunden, der sich super, super freuen wird. Ist sogar ein Follower von mir, der seit kurzem auch streamt, soweit ich weiß. Obwohl, nee, nicht seit kurzem, wie ich gerade sehe. Ist ja schon 86 Follower hat er. Aber hat gerade nur 3 Zuschauer und spielt ebenfalls Valheim und von dem weiß ich, dass er auch sehr gut baut, sehr sympathisch ist und natürlich auch ein Teil von Orsogrims Horde ist, wo ich mich ja auch ganz stolz hinzuzählen darf. Und zwar geht es heute zu Senpai. Tatsächlich unser Senpai. Hier, bitteschön. Guten Appetit. Ihr hört ihn schon mal. Moment. So. Jetzt aber. Diesmal seht ihr ihn auch. Ja, nicht so wie letztens bei mir mit dem Raid bei Fenrir. Die Mädchen leider nicht kennen. Finde ich schade. Genau, dann schon mal gute Nacht, Luther. Vielen Dank auch nochmal an dich für den Follow. Hast halt deinen Namen gerade nochmal lesen können im Endcredit. Und dann würde ich sagen, schicke ich euch jetzt rüber zum Senpai. Kommt einer noch von hinten. Und zwar ziemlich genau in 10 Sekunden. Oh, vielen lieben Dank nochmal für euren Support heute. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich ein bisschen salty war, weil, wie gesagt, einfach mal überanstrengend von der ganzen Woche jetzt. Aber das wird wieder, der pendelt sich wieder ein. So, ich wünsche euch noch ein schickes. Moment, er ist gerade. Ich wünsche euch noch ein schickes Wochenende. Macht's gut und bis bald. Ciao. Würde ich sagen. Achso, ja, hier, Pfeile. Into the motherland, the German army march. Ja, da grinst er aber ganz breit. Commander LP unterstrich mit unterstrich Robin unterstrich und unterstrich Co. kommt mit seiner Panzerdivision 9. Und LP mit Robin und Co. Vielen Dank für deinen Raid und herzlich willkommen. Was hast du denn so Schönes gezockt? Ich glaube, ich habe zuletzt reingeguckt, da hast du, glaube ich, auch Valheim gespielt. Und wie hast du es gemerkt, dass ich auch im Lurk mit dabei war? Eieiei. Erzähl mal. Du warst doch vorhin im Lurk, du Sack. Ja, ich war da. Ja? Alter, Lurk hat ihn noch gestalkt. Ja. Na, Zuschauerliste angucken und da habe ich dich gesehen. Schlingel, du. Aber freut mich, wie kommst, dass du dich entschieden hast, für mich zu raiden. Du Schlingel. Hast du was dagegen, dass ich so ganz leise und still da bin, oder? Ach, Quatsch. Ach, meine Base, meine Noob-Base. Ich habe hier vor kurzem hier gerade angefangen. Einen Moment. Ich zeige euch mal von außen. Also, wie gesagt, die sieht katastrophal aus. Das ist, glaube ich, jetzt mein 2. oder 3. Bauwerk überhaupt im Spiel. Das war mein Mikro. Ach, Quatsch. Leise und still ist besser als abwesend. Genau. Ja, wie du siehst. Das ist, glaube ich, jetzt meine 3. Base, wo ich hier gerade so baue. Oder mich mal hingepflanzt habe. Ach, er streamt gerade 1,5 Stunden, sehe ich gerade. Den Baustil beibehalten und mit Dunkelholz dann machen, sieht bestimmt super aus. Ich versuche mein Bestes, also wie gesagt, also ich bin noch relativ am Anfang. Also ich habe noch nicht vieles freigeschaltet. Ja, ich denke, der Baustier, der ist schon gut bei ihm. Mit dem dunkler Wald, der ist richtig mein Erzfeind. Oh, glaube, kleine Insel. Los, ach du Heilige. Ist. Ja, der Dunkelwald hat's in sich für mich. Aber ich will ja auch irgendwie vorankommen. Aber er hat wenigstens schon irgendwo ein Schiff herbekommen, ja. Ja, also ich hatte mich erstmal eigentlich hier hingepflanzt. Da habe ich A-Tier gemacht und ich musste Dunkelwald suchen. Dann dachte ich mir, was ist das? Weg damit. So, zack. Dachte ich mir, okay, ich verfolge mal diesen Baum, was hier so verfolgt. Ja, und bin ich hier rüber mit einem Floß sogar gefahren. Und komm hier direkt so, habe ich gesagt, ja. Dunkelwald. Outpost bauen.
Was finde ich mit einem Anfängerglück? Direkt auch den Händler. Oh, nice. Krass. Und hier, und diese kleine Insel, die ich, ja, sage ich mal, hier habe. Siehst du vielleicht, hier habe ich ein Sumpfland. Hier unten habe ich nochmal ein Sumpfland. Also, das ist echt eigentlich schon Glück. Ich glaube, für mich ist es die härteste Insel bis jetzt. Also, ich bin echt gespannt, was hier wird. So, na ja, jetzt muss ich ja eben halt noch, ja, mal weiter. Oh, es läuft fast alles ab hier. Ja. Endlich mir mal Erze organisieren, dass ich mir auch mehr Sachen freischalte. Weil sonst hänge ich noch gefühlt nach über 100 Stunden immer noch hier rum. Zum Glück ist nicht noch Gebirge und Ebene auf der Insel. Das wäre wer weiß. Ich weiß nicht, wie groß wirklich die Insel ist. Oh. Es könnte sein, dass hier auch nur eine Einbuchtung ist und es hier weitergeht. Möglich, wer weiß. Aber da wollte ich nicht gehen. Ich habe nur gesehen, oh, Sumpfland und wieder zurück, weil es gibt ja so einen schönen Clip von mir mit Herr des Hauses mit Wurzeli bei den lieben Uso Krim. Mhm. Den kenne ich noch, ja. Ja. Und auch gut. Liebe VOD-Zuschauer, liebe YouTube-Zuschauer, ich will euch jetzt nicht länger hier auf die Folter spannen. Wann ist endlich dieses blöde Video zu Ende? Das ist ziemlich genau gleich. Ich wünsche euch noch einen schicken Abend. Vielen lieben Dank fürs Reinschalten. Immer noch toll, dass ihr nach so langer Zeit immer noch Valheim mit stabilen Aufrufzahlen aufruft bei mir. Vor allem jetzt nach diesem Community-Neuanfang habe ich schon gemerkt, ihr seid auch wieder angefixt davon, von dieser total bekloppten Truppe. Die war jetzt aber auch gleich, wie ihr ja heute gesehen habt, in den ganzen Folgen, die ich euch zusammengeschnitten habe, also die heutigen Folgen, dass das jetzt deutlich strukturierter läuft und jetzt auch gleich mal anders aussieht, anders wirkt. Ein bisschen schöner auch einfach, wie ich finde. Davor war stellenweise sehr schön, also alles, was nicht ich gebaut habe, sondern alle anderen gebaut haben. Und jetzt bin ich schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Aber das werde ich erst in 2 Wochen wieder sehen. Ihr eventuell erst nächsten Monat. Weil ich habe ja jetzt gerade, wie ihr bestimmt schon gemerkt habt, immer noch mal CK3 immer als jeden zweiten Stream-Mitschnitt drinne. Und da bin ich jetzt gerade schon mit Datum 5.3. bin ich jetzt schon beim 4.3. von den Folgen her. Wird noch witzig, wird wahrscheinlich bis Herbst noch gehen, wenn es so weitergeht.